Hey ihr Dampfsprenger, willkommen zurück zu Days Gone. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt und immer Feedback gebt. Wie viele haben wir erwischt? Keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. Naja. Ja, wir haben letztes Mal den Damm gesprengt hier bei den Rippern im Camp. Und mal gucken, was noch übrig ist von den Typen. Nachdem die Flut vorbei ist. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Beste bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten. Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier? Das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Oh krass, vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, aber... Was hat er nochmal gemacht, dass sie ihn so hassen und dass sie... Direkt hinter dir. Ja, dass sie ihn jetzt hier so fertig machen wollen. Scheiße. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Sünder mit sich. Kommst du jetzt so, Buser? Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja, du weißt, was ich meine. Scheiße, mehr Ripper. Wie haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es nur noch nicht. Nee. Kann ich die vielleicht auch irgendwie mit Attraktoren anlocken? Wäre total witzig, wenn das ginge. Ansonsten lassen wir es mal lieber. Linke Seite! Linke Seite! Ja, ja, ich mach das. Oh Mann. Oh, komm schon, ihr Mistkerle! Los! Ja, bleib doch mal Meine Güte. Oh Mann. Na, die Schnauze. Hey, ja, ja, gut so. Komm schon. Suchst du Streit? So, mal heil ein bisschen. Eine halbe Seelchen. Oh nein. Oh ja, das ist ein Brecher. Bist du bescheuert? Du kannst nicht alleine gegen ihn kämpfen. Hey, hier drüben bin ich, du Dreckskerl. Ach so, der kämpft gegen die. Haha. Na also. Da ist er down. Du hast Attraktoren geworfen? What? Ich wusste gar nicht, dass Bußmann welche hat. Und meins. Ne. Ich bitte gerne meine Knarre behalten. Da. Ja. Krass, dass da so viele noch überlebt haben nach der Flut. Na gut, die Lodge, die war ein bisschen über dem Wasser noch. Man hat es deutlich gesehen bei der... Bei der Anschwemmung letztes Mal. Kann ich was draus machen? Mehr Beute. Aber trotzdem, nicht schlecht, wie er das geschafft hat. Und wie beide das hier gerissen haben, das war einfach nur... Eigentlich war es eine grandiose Aktion, den Sprengstoff nicht für die blöden Schwärmer zu nutzen, sondern halt für die Ripper. Carlos, zeig mir den Weg. Töte sie! Aua. Der Bußmann musste immer reinlaufen. Komm raus, Schätzchen. So. Oh, Busa, du bist nicht unverwundbar, weißt du? Übrigens auch nicht, deswegen mache ich immer so ein bisschen...
Oh, sind schon alle tot, hä? Weißt du, das klappt eigentlich viel zu gut. Ich wette, da kommt noch irgendwas Fieses. Oh. Komm schon. Oh. Das ist der letzte. Meinst du, ja? Wollen wir jetzt Jesse suchen? Oh ja. Bringen wir es jetzt endlich zu Ende. Sind die Kerle noch durchgeknallter als sonst? Ja, Mann. Die müssen sich den Rest ihrer Scheißdroge eingepfiffen haben. Ja, aber du anscheinend auch, wenn du hier wirklich im Nahkampf durchmetzelst. Und die ganze Zeit angeballert wirst, ohne dich zu heilen anscheinend. Hey, Jesse. Du wirst da niemals hinkommen. Ja. Verdammt. Treppe ist cool. Hier. Mist. Ich helf dir hoch. Okay, hör zu. Wenn mir irgendwas passiert, dann erst ein Weg. Du musst. Nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay? Jetzt geh verdammt nochmal darauf und bring den Scheißkerl um. Oh, was ist los mit ihm? Steig jetzt hinab, Bruder! Steig jetzt hinab! Was ist das für ein Zeug? Deacon St. John! Was soll das denn? Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson! Erniedrigt! Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Bruder habt mich gehalten! Und Jack verbrannte meinen Rücken! Diese Erinnerungen haben mich behindert. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Ich wusste. Was wusstest du, ha? Dass du drauf gehst? Carlos! Blöder Penner. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh, er blutet aus der Hand. Der Weg ist mir offenbar. Ja, mir auch. Ruhe in Frieden, Jesse. Okay, was ein krasser Kampf. Immerhin hat er sich alleine gestellt, aber trotzdem. Freigehe. Ja. Erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft. Ja. Es tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du. Doch ich muss sagen. Scheiße schaufeln. Unkraut zupfen. Tja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Tja. Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keinen. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja. Mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Tja, wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her. Ich dachte wohl mit meiner Elisabeth an deiner Seite und so. Was hat es da noch für einen Sinn, dir die Ohren voll zu heulen? Und dann... Damals, als die Hölle losbrach, da dachte ich, du bist gar nicht da. Oh, das ist dir scheißegal. Verzeih den Ausdruck.
Darum bin ich wohl hier. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich hoffe, es gibt dich. Ich hoffe, es gibt einen Grund für diesen ganzen Scheiß. Das war's. Wir reden ein andermal. Amen. Deke? Ja, Ricky hat mir gesagt, dass du hier bist. Es liegt nur an den verdammten Knien, weißt du. Darum habe ich so lange nicht mehr gebetet. Ja, ich bin kein sehr großer Kirchgänger. Und das war auch nach der Hölle in Sherman's Camp noch so. Doch jetzt, nach all dem, da dachte ich, tja, vielleicht wird es Zeit. Ich hatte keine Wahl, Mike. Oh, jeder von uns hat eine Wahl, Deke. Bis wir sterben. Es sind die oder wir. Es sind immer sie oder wir. Immer. Und genau deswegen sind wir verdammt. Weil wir nicht begreifen, dass wir jede verdammte Seele einschließt, die nicht nach elender Scheiße stinkt und uns fressen Na, will. Gut, weißt du was? Es passt dir vielleicht nicht, aber die Welt ist, wie sie ist. Ja, ist so. Beten ändert daran nichts. Sich etwas anderes zu wünschen, verändert leider gar nichts, Mike. Mit Wünschen hat das überhaupt nichts zu tun. Wir formen die Welt, wie sie ist, durch unsere Taten. Wir alle. Ich ließ ihn gehen. Schizo. Er hätte keinen fairen Prozess gekriegt. Du hast ihn laufen lassen. Ich schick ihn fort. Keine Rückkehr. Scheiße nochmal, Mike. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da gemacht hast? Ja. Einen weiteren Mord verhindert. Und weißt du was? Es fühlt sich ganz gut an. Wisst ihr, ich mag Mike. Für mich ist es so der Charakter des Spiels irgendwie. Der ist so die Fahne der Vernunft hält er hoch und vielleicht auch der Menschlichkeit. Und nicht einfach blind morden oder Vergeltung. Klar ist es natürlich auch mal wichtig, dass man sich da nicht alles gefallen lässt. Aber Mike ist... er hält seine Linie. Das finde ich total respektabel. Absolut. Ah, ja, das war's. In Sicherheit. Lost Lake ist hoffentlich in Sicherheit. Wer weiß. Ah, gefällt mir nicht so. Das Design. Oh. Lost Lake Camp. Und es geht halt immer noch weiter. Was? Seufzt sie wie Ratten. Was ist denn? Ist das wieder bei Sarah, der Stein? Oh ja. What? Ich muss schon wieder zu Sarah. Interessant. Und es gibt hier was Neues. Kopfgeldjäger. Wahrscheinlich auch bei den anderen Camps. Nee. Jetzt haben wir hier noch Neues. Ich erinnere mich. Hole Sarah für die gemeinsame Mittagspause bei der Arbeit ab. Rückblende. Okay. Ja, krass, ne? Kann doch nicht alles schon vorbei sein mit den Rippern. Das wäre ein bisschen... Ich meine, andererseits wäre es ganz cool. Dann müssen wir uns um die keine Sorgen mehr machen. Andererseits ist es auch immer so ein bisschen... Ah, es geht dem Ende zu und ich finde das Spiel so cool eigentlich. Macht echt Spaß. Hat wirklich seine Momente. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hoch zu Sarah, nehmen die Erinnerung mit und dann machen wir erst das hier mit der Mittagspause, oder? Wenn das jetzt geht oder dass es mich sofort in die Sequenz schleudert. Nee, es geht. Echt da? Bis hier hoch? Geht das? Nee. Mein Tank überhaupt voll? Nee, siehst du, und da ist die Krux. Ich kann wahrscheinlich, mit vollem Tank könnte ich da hochgehen, aber so nicht. Ah, ich muss ja auch noch bei Copeland das Camp mich auch noch voll machen. Wie kann ich helfen? Ja, erstmal tanken kannst du. Ja, natürlich brauche ich viel Benzin. Was denkst du denn?
Ich bin vielleicht ein Easy Rider, aber ich bin ein Heavy Benzinverbraucher. Oh, das ging flott. Kreischer. Nein. Wie nein? Wo ist sie denn? Ja, Boozer. Boozman. Du wirst mir den Scheiß nicht glauben. Dick, was ist? Iron Mike ließ ihn laufen. Warte, ließ wen laufen? Skizzer. Er hat ihn einfach laufen lassen. Er hat ihn einfach seelenruhig aus dem Camp fahren lassen, verdammt. Hast du gehört, was ich sagte? Ja, Dick, ja schon, aber... Jesse und all die Ripper, vielleicht habe ich vom Töten die Schnauze voll. Verstehst du? Oha. Wie gesagt, als Farmer lebt man gar nicht schlecht. Deke? Boozman, was ist los mit dir? Okay, Boozman, du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Ich muss los. Deke, ein Ende. Ja, Schrott. Ja, ich glaube halt auch. Das ist halt bei Deke so eine Sache. Er zieht das Ding jetzt komplett durch. Weil ihm ist ja alles egal. Er sagte ja, Sarah war so das Einzige, was ihn hielt. Hey, es gibt einen Job für dich. Aha, aha. Ricky, hey, okay, ich komme. Dicken Ende. Hey, Rick, hey, ich sehe hier keinen Kreischer. Wo hast du denn einen Kreischer gesehen, Mann? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, das ist... Dick, der ist sehr verbissen, was das angeht. Ach, halt doch die Fresse, Kopf. Der Typ, ey. Vor diesem Scheiß waren wir taub und wir waren dumm. Ja, ja. Wir haben blind alle möglichen Opiate genommen, die uns sediert haben wie fette, glückliche Kühe. Zucker, Fernsehen, Alkohol, Heroin. Es hat funktioniert. Aber jetzt, tja, wir fühlen die Schmerzen. Und zwar alles. Jeden Schnitt. Wir sind hell. Und sehen genau hin. Ihr seht die Wahrheit in dem, was ich schon immer sage. Niemand macht uns etwas vor. Wir sind es, die jetzt das Sagen haben. Und wir machen es 10-mal besser, als die es je konnten. Holt tiefen Luft und haltet sie an. Ihr seid jetzt freie Menschen. Niemand kann euch das je wieder nehmen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Ja. Glaubt, Zucker, Kaffee, Heroin, wer kennt's nicht? Ja, Kopf, den Schmerz kenne ich. Wer kennt den verdammt nochmal nicht? Tja, der verdammte Jesse Carlos Williamson. Ruhe er in Frieden. Ja, jetzt kennt das wohl, hä? Das gibt Punkte. Ja, die werde ich sogar diesmal wirklich bei Cope einsetzen. Ich meine, bei Mike haben wir schon genug. Es ist ja eigentlich alles schon soweit fertig, ne? Brauchen wir uns keinen Stress mehr machen jetzt mit Mike. Oh, da waren Pflanzen. Das ist egal. So, da geht's noch auf ins Camp hier oben.
Hey, ich bin's. Ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich hier war. Es ist nur, okay, wir hatten wieder Ärger mit den Rippern, mit Carlos. Es kam raus, dass Carlos so ein mieser kleiner Gangster von früher ist. Er war damals Vollmitglied im MC. Ja, ich weiß. Wie hoch sind die Chancen, dass ausgerechnet er überlebt? Jesse, Arschloch, Williamson und so viele andere starben. Und ich hab dir nie erzählt, was mit Jesse passiert ist. Du hast es gehasst, wenn ich vom Club erzählt habe. Also sagen wir mal, es ist was echt Schlimmes passiert. Und Jack, er hat Jesse aus dem Club geworfen und dann verliert man seine Abzeichen. Also das war ein Problem. Also das Problem war, Jesse hatte ein Mongrels-Tattoo, so wie ich. Ja, also ja, ich und Boozer und Jersey Jim, wir hielten ihn fest und Jack entfernte es mit einem Schweißbrenner. Dazu, ich bin nicht stolz darauf. Echt nicht. Ich hab's dir nie gesagt, weil ich wusste, du könntest nie mit jemandem zusammen sein, der so etwas tun kann. Und, hey, weißt du, ich könnte sagen, ich hab mich geändert, aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, dich anzulügen. Ich hab ihn umgebracht, Jesse. Ich musste, er war ein gottverdammter Psychopath. Aber, nicht nur ihn, Boozer und ich, wir haben sie hochgejagt. Die Ripper, wir haben ihr Camp hochgejagt, wir haben sie wie die Ratten ertränkt. Und weißt du was? Es tut mir nicht mal leid. Ich dachte, das solltest du wissen. Okay. Ich muss los. Ich komm später wieder. Boah, krass, oder? Da wäre ich auch nicht sehr stolz drauf an seiner Stelle, aber er hat's zugegeben. Und jetzt wissen wir auch, was passiert ist. Also MC, Motorradclub, nicht Marine Corps. Mir war langweilig. Da dachte ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Also Munition. Er sagt immer, er baut was. Bruder, ich komm rum. Mit bauen meint er Munition hergestellt, ja? Na okay, dann springen wir mal rüber in Tuckers Camp. Oh. Sammelzeug? Nee, Dose. Hm, okay. Ja. Das Tor auf! So. Mal sehen, was Tucker will. Oder wen sie tot sehen will, mal wieder. Hey, Deacon, oder? Weißt du, wie oft ich schon hier war, Kerl? Kenn ich nicht, wer bist du? Deek! Ach, ich habe einen Job für dich. Das schaffst nur du. Was gibt's? Weißt du noch, als ich dir die Grabung gezeigt habe? Und Essen fehlte? Ja, Wheeler hatte Wache. Er hat nicht nur Wache gehalten. Er hat uns ausgeraubt. Jetzt hockt er mit ein paar anderen nördlich von Patchens Lakes. Weißt du wo? Ja, weiß ich. Finde den Mistkerl und töte ihn. Zurück an die Arbeit. Ich will das er hat eine Taschenuhr. Sie geht noch. Bring sie mir. Wheeler, okay. Okay. Teil der Familie. So, so. Da komme ich doch gerade her. Da komme ich gerade her von Sarah. Hätte ich das gleich gemacht? Den Auftrag angenommen? Weiß man ja nie, ne? Mach schon.
ist es. Das muss Wheelers Camp sein. Alles klar. Du musst zu Fuß weiter. Bei der nächsten Gelegenheit hole ich mir, glaube ich, die Armbrust wieder, oder? Ach, ich finde die irgendwie ein bisschen besser. Hä? Wo ist denn der Sniper hin? Ach, das ist weg? Ich habe gar keine Spezialwaffe mehr jetzt nach der Mission, oder wie? Ach, das ist ja bescheuert. Die hat er einfach abgelegt. Naja. Was ist das denn? Was? Woher kommt das Funkfeuer? Oh, guck mal, die stehen alle schon zusammen. Habe ich was für euch. Komm mal. Wheeler, da ist der Schaska. Mama Molotov! Komm schon. War's doch schon. Hier ist noch einer. Noch einer. Was? Wow. Ich werde nichts sagen, aber das... Oh! Okay, ich wollte eigentlich gerade die Falle aufheben und dann renne ich rein. Oh. Aber das war ganz schnell und das war gut. Gutes Camp geräumt, nur weil die alle auf einem Fleck standen eben. Die Dödels. Cool. Oh, 5 Handgranaten, ich finde das so toll. So, ihr Lappen. Gib mal deinen Lappen. So, alles einsacken. Ich habe eh fast alles voll gleich. Gut. Alles klar, das ging ja flott. Und jetzt zurück zu Tuck. Hey, Tucker! Was möchtest du? Tucker, ist erledigt. Sehr gut. Jetzt weiß Wheeler wohl, dass man Ada Tucker nicht beklaut. Nein, ich schätze, er weiß jetzt so ziemlich gar nichts mehr. Ich schreib dir Punkte gut. Und wart's nur ab. Ich werd's nur schaffen, dich und Boozer zum Bleiben zu überreden. Und Teil der Familie zu werden. Ja, viel Glück dabei. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Teil der Familie. Oh, wir haben immerhin 2/3 der Kopfgeldaufträge fertig. Ist klar. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum anderen Camp und holen uns hier noch den Kopfgeldauftrag. Oder Plünderer Camp, das ist, glaube ich, das letzte, oder? Okay. Okay, Ricky, da sind wir wieder. Und gib mir mal die nächste Mission, bitte. Hey, Ricky, was gibt's? Mitchell und ein paar andere waren nordwestlich von hier auf Beutejagd, als Drifter sie angriffen. Sie folgten ihnen zu einem Camp nördlich vom Milagua Lake. Okay, also Mitchell und seine Leute konnten nichts tun? Sie sind keine Drifter, Deke. Mitchell ist noch ein Kind. Ich weiß nicht mehr, ob er schießen kann. Und was zum Teufel machen die dann da draußen? Hör zu, ich brauch dich dafür. Lost Lake braucht dich. Okay, ich kümmere mich drum. Danke, Deke. Alles klar. Wo ist das denn? Hier? Gut. Da hole ich mir erst noch ein bisschen Sprit und dann fahren wir dahin. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Bart? Shit, du brauchst echt viel Benzin. Ich finde es übrigens ganz schön mutig, dass man, kaum dass die Ripper weg sind, hier sofort sein Camp aufschlägt. Oder doof? Das ist auch ein bisschen dreist. Ich meine, natürlich sind nicht alle Ripper tot. Die haben sich hier über das ganze Gebiet verteilt. Na gut, mal sehen. Da ist noch ein Kind. Oh, hier gibt es bestimmt auch noch einiges. Gibt es vielleicht noch ein paar Verseuchungen? Oh, Wölfe gibt es auch. Uiuiui, da kommt er schon angewetzt. Oh, Vorsicht. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für euch, Kinder. Heute nicht. Wir wollen uns das Camp jetzt vornehmen. Vorsicht. Ach, seht mal, hier bin ich da schon durch. Als ich angegriffen habe damals, weil ich mir die Antibiotika geholt habe. Ricky, ich bin am Milagua Lake und ja, hier ist ein Camp voller Drifter. Kriegst du das hin? Nein. Ja, ich schaff das. Dicken Ende. Noch nie gemacht sowas, Ricky. Okay, Jungs. Ihr baut also einfach ein Camp im Lost Lake Gebiet. Habt ihr nicht mehr genug Platz?
Mörder und Diebe, alle miteinander. Ja, wenn es so nicht geht. Ich hätte es auch so machen können, aber da war die Gefahr zu groß, dass es mich doch jemand sieht. Ach, shit. Okay, dann los, schauen wir hier mal drauf. Wo versteckst du dich, ja? Nicht mehr viel Munition übrig. Ach, bitte sag mir, dass das jetzt alle waren. Ja, noch nicht. Noch mehr. Upsi. So, das war für mich jetzt erstmal mit der Muni. Ja. Hat Rückstoß. Ja. Zwei noch, ne? Wo seid ihr? Liegt unter mir schon? What? Kommt ihr denn her? Da, ne? Guck mal. Vielleicht klettert einer rauf. Oder auch nicht. Noch einer. Das war's. Oh. Ja. Er ist noch ein Kind. Vertrauen haben wir schon alles. Plünderer Camp voll. Ja, und damit, Leute, würde ich sagen, reicht es auch für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren, wie immer. Und wir sehen uns wieder zu Days Gone. Ah, jetzt sag ich Ricky, dass es erledigt ist. Ah, Ricky, erledigt. Das Drifter Camp nördlich von Malacqua Lake ist ausgelöscht. Yo. Danke, Deke. Ich sag's Iron Mike und Skizzo. Und sag Mitchell Bescheid, dass er jetzt wieder draußen spielen kann. Er ist noch jung, Dick. Naja, wenn er noch ein bisschen älter werden will, dann sollte er vielleicht lernen, wie man eine Waffe benutzt. Ja, ja, sagst du so. Ich werde mit ihm üben. Danke, Dick. Ja, tschüss.